Die Packung ist wieder zu groß. Kann ich nicht vor mir hinstellen. Muss ich auf die Seite schieben. Hallo liebe Lego-Freunde. Ich bin Holger, der Austrian Brick-Fan aus dem schönen Kärnten in Österreich. Und heute das größte Lego-Marvel-Set für dieses Jahr. 2023, der Avengers Tower. 5201 Teil und ganze, haltet euch fest, 31 Minifiguren. Das ist, soweit ich das nachvollziehen kann, die größte Anzahl an Minifiguren für ein Lego-Set. Krass, das ist schon echt viel. Und über den Preis kann ich euch leider zum Aufnahmezeitpunkt dieses Videos keine gesicherten Tatsachen nennen, da es einfach noch kein Press-Release gibt, als ich diese Sequenz hier aufgenommen habe. Jetzt könnt ihr euch wahrscheinlich fragen, wo hat er das Set denn schon wieder her? Ja, ich habe es von Lego zur Verfügung gestellt bekommen, vielen Dank dafür. Aber natürlich, wenn man die Setnummer googelt, 76269, da gibt es natürlich schon seit einiger Zeit wieder Gerüchte. Und die besagen, dass es bei ca. 525 Euro liegen soll und das diesjährige Black Friday Set sein soll. Das dürfte ungefähr hinkommen, soweit ich weiß. Ja, wenn ihr dieses Video seht, dann ist es Review-Offer. Embargo-Zeit vorbei und das Set ist offiziell vorgestellt. Das heißt, ihr wisst die ganzen Informationen schon besser, als ich die jetzt hier euch sagen kann, weil es sie, wie gesagt, noch nicht gibt. Das ganze Ding ist auf jeden Fall 90 cm hoch und 34 cm in der Tiefe. Das hängt allerdings daran, weil das den Dingen hier vorne über die Grundplatte drüber hängt. Also gehe ich ganz einfach davon aus, dass das auf eine normale 32x32er Baseplate aufgebaut wird. Und wir können den vorderen Teil, wie wir hier sehen können, entfernen, dass wir besseren Zugang zu den Innenräumen bekommen. Es ist ein Quinjet dabei, den wir da oben sehen. Natürlich nicht in der Größe, der bei manchen anderen Sets. Es gab hier Quinjets schon diverse als eigene Sets. Die waren natürlich größer, keine Frage. So, aber jetzt habe ich echt genug gequatscht. Ich will das Ding jetzt endlich anfangen zusammenzubauen. So, lasst uns anfangen. Viel Vergnügen.